trainieren? Gerne, ja. Es dreht sich alles ums Thema Sicherheit beim gratis Velo-Checkpoint am Limmat G. Vom 17. bis 19. Mai hat man da sein Velo auf Mängel überprüfen lassen und mehr erfahren über die gesetzlichen Vorschriften rund ums Velo. Eine Verkehrssicherheitskampagne von der Prävention Stadtpolizei Zürich in Zusammenarbeit mit dem polizeilichen Assistenzdienst. Bei unseren regelmäßigen Velokontrollen haben wir festgestellt, dass viele Velofahrende ohne die reglementarische Ausrüstung unterwegs sind und dann auch, dass die Velo in einem sehr schlechten Zustand sind. Die Aktion bietet sich an, um mit Velofahrern in Kontakt zu kommen. Beim Velocheck selber schaut der Fachmann vor allem auf. Also das Wichtigste ist mal sicher die Sicherheit, also dass die Bremsen funktionieren. Dann schaue ich, ob genug Pneudruck drin ist in den Pneu. Und dann stelle ich die Schaltung einstellen und wenn nötig, Kette ölen. Und die Kunden darauf einweisen, wenn z.B. bei der Schaltung Kette vom Alter her durch ist, wenn man zu viel gefahren ist, dann müssen wir eigentlich den Kette wechseln und die Kassette hinten durch. Kleinere Mängel werden gerade vor Ort behoben. Ein Rundumservice, der gut ankommt bei den Velofahrern. Ich bin ganz spontan vorbeigefahren und habe gerade abbremst, weil ich das eine extrem gute Idee finde, dass man für die Sicherheit so Checks durchführt, die für die Bevölkerung gratis ist, dass man es auch wirklich macht und die Sicherheit erhöht wird. Ja, also ich finde das vorzüglich. Ich war schon vor 2 Jahren mal da. Ich habe hier auch ein paar Hinweise bekommen, auch wegen dem Fahren noch, wegen der Verbotsangelegenheiten. Trottoirfahren und so weiter. Ich habe gute Hinweise bekommen, dass einige Teile schon sehr abgenutzt sind. Das wusste ich so nicht. Aber es wird bestimmt jetzt besser fahren als vorher. Auch dieses Jahr ist der Velocheck wieder ein Erfolg. Die Stadtpolizei Zürich ist zufrieden mit den Besucherzahlen. Wir haben etwa 100 Leute, die das Velo komplett durchchecken lassen. Dann haben wir ungefähr 80 bis 90 Leute, die wir nur auf die reglementarische Ausrüstung anschauen. Und dann mindestens noch mal so viele Leute, die einfach Fragen haben rund ums Velo oder einfach allgemeine Sachen, wo sie zu uns vorbeikommen. Eine sympathische Aktion von der Stadtpolizei in Zusammenarbeit mit dem Velo Elsener für mehr Sicherheit auf dem Velostreifen.